Guten Morgen, liebe Rheinrad-Freunde. Meine Tour geht heute weiter entlang des Mittelrheins heute bis nach Köln. Ja, heute Morgen war ich schon mal am Fahrradgeschäft. Ich habe den Schlauch und Ventil dabei gehabt, aber jedes Ventil war irgendwie undicht. Da habe ich mir noch ein neues Ventil reinmachen lassen. Jetzt läuft es wieder, mein Fahrrad. Und ja, gestern Abend war ich noch ein bisschen was essen und dann bin ich gleich schlafen gegangen. Da war ich schon ein bisschen kaputt. Und heute geht's weiter nach Köln, entlang des Mittelrheins. Heute Morgen bin ich dann noch ein bisschen durch Andernach gefahren, rund an die Rheinpromenade auch kurz, und dann ging der Radweg hier hoch unter der Schnellstraße durch, direkt neben den Bahngleisen. Wir sind jetzt auch immer noch da rechts da vorne und jetzt geht es oberhalb vom Rhein durch die Felder. Da ging es wieder bei der Eisenbahnlinie unten durch. Da musste ich mein Fahrrad schieben. Und jetzt sind wir wieder hier links neben den Schienen, rechts der Rhein. Und nach Bad Breisig sind es noch 4 Kilometer. Ja, und auf der linken Seite fahren wir am Rande von der Eifel. Also da geht es dann in der Linkshochfahrt Richtung Eifel, nach Mayen und so. Ja. Ich denke, da sind wir jetzt auf der Höhe ungefähr. Ja. Im Moment haben wir so einen Zickzack-Kurs, einmal rechts, einmal links von der Eisenbahnlinie. Aber hier bei Bad Breisig jetzt kommen wir wieder an der Rhein. Bei Bad Breisig merkt man, heute ist gleich ein bisschen mehr los wie gestern. Kein Wunder, wir haben Gründonnerstag, kurz vor Ostern. Und auch das Wetter ist heute viel schöner wie gestern. Hier auf dem Rheinradweg so Pflastersteine mit lauter Bodenwelle drin,
Das war nicht so angenehm. Und auf dem Schild eben stand drauf, sind sich so 4,4 Kilometer rum und Remagen 5,6 Kilometer. Und heute ist es auch ein bisschen windiger. Merkt man vielleicht jetzt bei der Tonaufnahme. Brücke von Remagen. Da gibt es, glaube ich, auch einen Film, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Da ging sie über den Rhein. Remagen haben wir jetzt ein Schild gesehen. Oberwinter noch 5 Kilometer und Bonn sind es noch ca. 10 Kilometer. Das sind die nächsten Etappenziele. Da fahren wir mal, glaube ich, durchs Regierungsviertel dann in Bonn. Ehemalige Regierungsviertel. Ja Leute, ihr habt es gesehen, für mich ist heute hier Endstation. Meine Kette hat es zerlegt, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Da vorne ist jetzt Oberwinter, da werde ich mit dem Zug versuchen zurückzufahren nach Hause. Und das macht ja jetzt auch nichts unbedingt, da haben wir schon ein bisschen was gepackt. Und die Tour geht dann einfach hier das nächste Mal weiter, von Oberwinter aus. Ist halt mal so. Ja, ihr seht mich ja dann bald wieder, demnächst bei Oberwinter. Ja, nach kurzer Unterbrechung geht meine Rheinreise weiter. Kette und Ritzel hinten ist gewechselt. Das letzte Mal ging es wirklich nicht mehr weiter. Da hatte die Kette sich so arg verhakt,
das ging dann wirklich nicht mehr weiter zu fahren. Ich konnte nur noch schieben. Ich bin heute Morgen hier angereist in Oberwinder, wo ich jetzt die Tour fortsetzen werde, bis zu meinem Ziel nach Köln. Hier bei Rolands Eck kann man mit der Fähre übersetzen nach Bad Honnef und auf der anderen Seite erstreckt sich dann langsam das Siebengebirge. Hier kann man es jetzt auch ganz schön sehen, der Rhein hat Hochwasser. Es hat die letzten Tage viel geregnet. Ja, diesmal haben wir Hochwasser und letztes Jahr haben wir Niedrigwasser gehabt, wo die Trockenperiode war. Ja, hier bei Bad Godesberg kann man jetzt auch übersetzen rüber nach Königswinder. Ja, und hier auf dem Rheinradweg ist schon ganz schön was los heute Morgen und ich rolle jetzt so langsam auf Bonn zu. We'll be right back.
jetzt noch erwähnen wollte, mittlerweile befinden wir uns auch jetzt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Grenze überschritten von Rheinland-Pfalz aus und wir werden jetzt auch die ganze Zeit in Nordrhein-Westfalen bleiben, bis an die holländische Grenze. So, und hier sind wir am Rhein, kurz vor Bonn. Da sind es bis zum Zentrum noch 3 Kilometer. Museumsmeile 0,6 und Bundesviertel 0,2. Das haben wir eigentlich hier schon. Genau. Also ich denke, das war das alles mal hier, wo die ehemalige Bundesregierung war. So, Bonn haben wir passiert. Es ging hier noch durch ein bisschen Industriegebiet wieder durch. Und ja, am Rheinufer in Bonn, es war schön durch die Bauerlehen zu fahren. Und ich habe dann noch kurz eine Brezel gegessen. Eine ganz kurze Pause hat Zeit müssen. Und jetzt geht's weiter Richtung Köln. Das sind noch 33 Kilometer. An der Stelle hier habe ich jetzt mal kurz angehalten und zwar ist es auch wieder was Besonderes. Man sieht es jetzt vielleicht nicht richtig, aber da drüben, da ist so eine rot-weiße Stange und da fließt die Sieg in den Rhein, kurz hinter Bonn. Platz gemacht.
Kesseling wird es jetzt hier immer ein bisschen windiger. Man sieht jetzt hier auch am Rhein überall das THW im Einsatz wegen dem Hochwasser. Und hinter Bonn ist jetzt auch der Mittelrhein langsam übergegangen zum Niederrhein. Im Moment geht es jetzt hier ein bisschen durchs Waldgebiet. Gebirge haben wir keine mehr. Ja, am Mittelrhein haben wir gehabt, glaube ich, ja, rechtsrheinisch war der Taunus, Westerwald und ja, die Siebengebirge und linksrheinisch der Hunsrück und die Eifel. Das hatte man, glaube ich, an Gebirge. Vielleicht habe ich auch eins vergessen. Ja, durch Wesseling ging es jetzt durch, danach dann noch durch ein Stück Industriegebiet wieder mal, wie ihr gesehen habt. Dann bin ich noch ein Stück die Bundesstraße entlang gefahren und jetzt sind wir wieder hier angekommen, am Rhein unten. Ich glaube, der Ort hier heißt Sürth, so wie ich gelesen habe. Und was gut ist, die Autos hier haben schon Kölner Kennzeichen. Weiterhin schön auf dem Radweg hier durch den Wald direkt am Rhein entlang und nach Köln sind es noch 10 Kilometer. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, mittlerweile fahren wir den Niederrhein entlang. Da sind wir dann auch schon bei den nächsten Etappen. Das werde ich dann aber alles in einem Stück mit mehreren Übernachtungen machen, also dann keine Unterbrechungen mehr und zwar dann den kompletten Niederrhein und den Rhein in Holland weiter bis zu der Nordsee.
bei Marienburg hier haben wir jetzt schon den Kölner Dom in Sichtweite. Nächste Domstadt ist gleich erreicht. Jetzt bin ich angekommen in Köln. Hinter mir an dem Imbiss habe ich noch eine Krakauer gegessen. Und jetzt werde ich noch ein bisschen in Köln verweilen und werde mir auf jeden Fall noch ein bisschen was anschauen. Ja Freunde, ich mache es jetzt kurz. Hier in Köln ist wirklich was los. Ich war noch mal kurz in der Stadt, am Dom, habe mir noch ein bisschen was angeguckt. Hiermit ist die Etappe beendet. Mittelrhein ist auch beendet. Am Niederrhein sind wir jetzt. Ich habe mir jetzt noch einen Kölsch geholt. Sagen wir es nochmal, ein Kölsch. Das werde ich jetzt noch trinken und dann geht es mit dem Zug wieder zurück. Und bis in ein, zwei Wochen geht es, glaube ich, schon wieder weiter bei mir. Und dann komplett den Rhein bis an die Nordsee. Und bis dann, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und tschüss.